Hi und herzlich willkommen zu PoundTech. Ich bin gerade wieder alle Fragen durchgegangen, die ich so auf Facebook, YouTube und per E-Mail gestellt bekomme. Und eine Frage, die sich immer wieder wiederholt, ist: Bringen Sit-Ups etwas? Und genau diese Frage möchte ich dir jetzt kurz beantworten. Also Sit-Ups kennst du wahrscheinlich, das ist diese ganz klassische Bauchübung, wo du von der Rückenlage komplett nach oben kommst. Ich kann dir das auch einmal kurz zeigen. Also nur, dass wir wissen, von was wir reden. Klassischer Sit-Up, die Füße sind aufgestellt, Bauch ist angespannt, die Arme sind entweder hier oder verschränkt. Manche nehmen sie auch nach vorne und du kommst nach oben komplett in den Sitz und langsam wieder zurück. Hoch in den Sitz und langsam wieder zurück. Das ist ein klassischer Sit-Up. Ich weiß, dass Sit-Ups jahrelang propagiert wurden. Heute scheiden sich da die Geister. Manche Trainer finden sie immer noch gut, andere finden sie total schlecht. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen mittendrin. Ich finde Sit-Ups jetzt nicht partout total schlecht und du solltest die auf gar keinen Fall machen, auch wenn ich weiß, dass manche Trainer das anders sehen. Trotzdem schließe ich mich der Meinung an, dass Sit-Ups absolut nicht die effektivste Übung ist, um eine schöne Bauchmuskulatur zu bekommen. Also deine Bauchmuskeln sieht man sowieso nur dann, wenn du dich auch anständig ernährst. Das heißt, du wirst tausende von Sit-Ups machen können. Wenn du nur Schrott isst, auf Deutsch gesagt, dann wird das nichts mit einem flachen Bauch und einer schönen Bikini-Figur oder einem Sixpack oder was auch immer. Also man wird die Muskeln nicht sehen, wenn Fett drüber ist. Okay, also Sit-Ups als die ultimative Bauchübung definitiv nein. Ich möchte hier noch kurz zeigen, welche Bauchübungen ich für effektiver halte. Eine meiner Lieblingsbauchübungen, die wirklich einen schönen flachen Bauch machen und die gesamte Taille zusammenziehen, ist die Plank. Dafür kommst du in den Unterarmstütz und hältst. Das ist alles. Eine statische Übung, die unheimlich gut ist für deine Bauchmuskulatur. Ganz wichtig, du hängst nicht durch und du streckst deinen Po nicht raus, sondern du bleibst ganz gerade auf den Füßen abgestützt, auf den Ellbogen abgestützt. Die Ellbogen sind unter deinen Schultern und du atmest gleichmäßig ein und aus. Diese Variante kannst du in Unmengen abwandeln. Es gibt unheimlich viele Plank-Varianten, die ich gerne noch mal im Extra-Video zeigen möchte. Eine Variante möchte ich dir noch zeigen, sodass du die seitlichen Bauchmuskeln auch noch dabei hast. Also du hältst hier und dann drehst du auf, öffnest und hältst deinen Körper in einer geraden Linie tief und wiederholst dasselbe natürlich auf der anderen Seite. Also du rollst immer über die Füße und versuchst deinen Körper in einer geraden Linie zu halten. Ganz wichtig, Bauch ist fest, Bauchnabel ist innen, Schultern sind tief. Diese Übung ist eine von vielen Übungen, die sehr viel effektiver sind als Sit-Ups. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, meine Tipps gefallen dir. Ich freue mich über ein Gefällt mir und darüber, dass du das Video teilst. Wenn du Lust hast auf 90 kostenlose Rezepte, dann findest du die in dem Link unter diesem Video. Bis dann. Ciao.